Menschen, ich wollte mal wieder einen Tag aus dem englischsprachigen Bereich in den deutschsprachigen holen. Ich weiß nicht, ob ihn schon irgendjemand anderes übersetzt hat. Auf jeden Fall ist es der Book Addiction Tag, also quasi der Buchsucht Tag. Und ich mag ihn vor allem deshalb, weil er mal so ein bisschen anregt, über Dinge zu sprechen, die man halt so im normalen Booktube-Alltag durch Lesemonate und Rezensionen und sowas nicht hat. Das heißt, es ist mal wieder so ein bisschen das Rekapitulieren des eigenen Leseverhaltens. Und ich werde die Fragen wieder so spontan übersetzen. Das heißt, es kann sein, dass ich so ein bisschen stottere. Gleich die erste. Also, was ist die längste Zeitspanne, in der du ohne Unwohlsein kein Buch in die Hand nehmen kannst? Habt ihr verstanden, was ich meine? Auf Englisch klingt das irgendwie besser. Also, wie lange kommt man zurecht, ohne ein Buch in die Hand zu nehmen? Jetzt fangen wir mal kurz umgedreht mit dem Ist-Zustand an. Ich lese tatsächlich, und wenn es wenig ist, täglich. Es sei denn, ich bin wirklich schwer krank. Also, wenn es mich körperlich so richtig weghaut und ich eigentlich nur vom Bett zum Klo, gehe, dann auch mal nicht, aber ansonsten eigentlich täglich. Das heißt, ich weiß auch nicht genau, ob die Frage jetzt so total hypothetisch gemeint ist, also so nach dem Motto, wenn du nie wieder in deinem Leben lesen dürftest, wie lange würdest du dich wohl damit fühlen? Weil wenn es das wäre, also ich glaube schon, dass ich mich einen guten Monat so mit Wandern und mit Filmen, Japanisch lernen, Fotografieren, Hund erziehen, Serien suchten und so weiter und so fort ganz gut beschäftigen könnte. Aber ich glaube, also jetzt mal noch ganz weit gesponnen, ein Jahr lang nicht mehr lesen zum Beispiel. Also ich kann mir das kaum vorstellen, weil ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der das mal so war. Und ich glaube, das würde ich dann schon sehr vermissen. Also eigentlich schon so vielleicht wahrscheinlich so nach 2 Monaten, weil Bücher Geschichten doch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erzählen als Filme zum Beispiel. Also ich meine, klar gibt es auch Filme, bei denen man sich sehr konzentrieren muss, aber ich würde sagen, dass das doch einfach noch ein bisschen andere Gehirnzellen aktiviert und da würde es mir, glaube ich, schon schwerfallen, irgendwie jetzt komplett auf Bücher zu verzichten. Und wenn man es jetzt aber halt so ein bisschen realistischer betrachtet, also ich glaube schon, dass ich jeden Tag irgendwie Lust habe, ein Buch wenigstens eben mal kurz in die Hand zu nehmen und wenn es halt abends vorm Schlafengehen irgendwie noch 2 Seiten oder so sind. Insofern ja schwierig zu beantworten, aber ich glaube, so einen Monat lang könnte ich mich schon auch mal mit anderen Dingen beschäftigen. Zweite Frage. Wie viele Bücher hast du immer bei dir? Also entweder ein wirklich physisches, gedrucktes Buch oder eben auch digital auf deinen Geräten. Also ich habe meist ein physisches, gedrucktes Buch dabei, aber auch nur noch meist. Früher war das tatsächlich mal zu 100%. Inzwischen ist es so, wenn ich genau weiß, ich treffe mich mit Leuten und wir fahren zum Beispiel auch zusammen mit den Öffentlichen irgendwo hin und ich habe die Leute zum Beispiel lange nicht mehr gesehen und wir werden definitiv reden, dann nehme ich mir tatsächlich inzwischen kein Buch mehr mit. Allerdings, und das ist ja jetzt so ein bisschen gemogelt, ich habe ja eigentlich immer mein Handy dabei. Und ich nutze die App FB Reader für meine E-Books und da sind meistens so 4, 5 Bücher, so die aktuellsten, die mich ansprechen, die habe ich mir auch direkt runtergeladen und dann theoretisch bin ich ja aber, also durch mobile Daten auch immer mit der Cloud verbunden und da, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele E-Books ich inzwischen besitze, also das sind ja alles, ich habe mir noch, doch ein E-Book habe ich mir auch mal selber gekauft, aber ansonsten sind das alles von Verlagen zugeschickte Leseexemplare, die ich über die Arbeit bekomme, nicht über den BookTube-Kanal her und das sind ja, also da habe ich ja eine Auswahl, keine Ahnung, also 50 sind mindestens, vielleicht sind es sogar 100. Ich habe mir die ja nicht selber bewusst gekauft, insofern zähle ich die auch nicht so ganz genau. Also wenn die halbwegs ansprechend klingen, dann lade ich sie mir halt runter, wenn nicht lösche ich sie auch relativ schnell, weil ich die auch tatsächlich, ich zähle die zum Beispiel nicht zu meinem Sub, zu meinem Stapel ungelesener Bücher, weil die ja einfach, die werden so blind an uns alle rausgeschickt und ich nehme die zwar ganz gerne an, diese Möglichkeit, aber ich habe sie mir ja, wie gesagt, nicht selber gekauft, aber ich glaube, ja, könnten so 100 Stück sein, das heißt, ja, 1 bis 100 habe ich ungefähr immer so dabei. Dritte Frage. Behältst du jedes Buch, was du gekauft bzw. erhalten hast oder gibst du sie auch gerne weiter, um Platz für Neues zu machen? Definitiv weitergeben. Also ich verkaufe manchmal auch bei Rebuy, aber mindestens genauso oft bzw. ich glaube sogar häufiger stelle ich Dinge auch in öffentliche Bücherschränke, weil es einfach weniger aufwendig ist. Die muss man einfach nur mitnehmen und hinstellen. Und ich bin, wie gesagt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, inzwischen absolut so in dem Team, sind es Teams, keine Ahnung, die der Meinung sind, dass nicht alles Gelesene bei mir herumstehen muss. Das kann ruhig gerne in andere Hände gehen, die es vielleicht sogar glücklicher macht als mich. Und ich will am Ende irgendwann mal nur noch Bücher hier haben, die ich gut bis eigentlich großartig fand. Also dass jedes Buch irgendwie eine Empfehlung ist. Und sammeln, einfach nur um des Sammelwillens, das gibt mir inzwischen tatsächlich einfach nichts mehr. Dann die vierte Frage. Wie lange hältst du dich durchschnittlich in einer Buchhandlung auf? Das ist bei mir natürlich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich in einer Buchhandlung arbeite. Das heißt,
diese Zeit, die man normalerweise in einer, ich sag jetzt mal, neuen Buchhandlung braucht, um halt, ja, sich einfach umzuschauen, um die Buchrücken vielleicht so ein bisschen durchzulesen, das habe ich ja schon auf Arbeit. Und selbst wenn ich in einer fremden Buchhandlung mal bin, was ich total gerne mache, also gerade in fremden Städten, dann irgendwie so eine kleine unabhängige Buchhandlung, da fallen trotzdem, also keine Ahnung, ist jetzt grob geschätzt, also über die Hälfte der Bücher, die kenne ich ja trotzdem. Ich meine, klar hat jede Buchhandlung irgendwie dann nochmal so was Besonderes oder gerade eine kleine, die dann vielleicht irgendwie auch mit einem unabhängigen Verlag zusammenarbeitet oder so, ist ja immer auch ganz toll und interessant zu erkennen, aber den Großteil kenne ich einfach schon oder man hat online davon gehört. Das heißt, es fällt bei mir einfach so ein bisschen das Stöbern weg. Ich sag mal, ich kann, wenn ich Zeit vertrödeln muss, trotzdem so 2 Stunden in einer Buchhandlung verbringen, aber ich glaube normalerweise vielleicht so 30 bis 45 Minuten. Aber wie gesagt, meistens bin ich ja in meiner eigenen Buchhandlung, deswegen ja, ein bisschen eine Sonderantwort, sag ich mal. Dann die fünfte. Wie viel Zeit pro Tag verbringst du wirklich mit Lesen? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Es gibt hier so ein paar Lesevlogs auf meinem Kanal, da drehe ich die aber meistens auch entweder an einem Wochenende, weil man ja irgendwie, man will ja auch Content dann für das Video, wenn wir ja nicht nur sagen, okay, ich habe heute 2 Minuten gelesen und dann bin ich ins Bett gegangen. Das ist ja vielleicht auch nicht das unterhaltsamste Video. Ich sag mal so, an freien Tagen beginne ich total gerne auch schon mit Lesen früh im Bett. Das finde ich total angenehm und ich würde sagen, ja, wie gesagt, so 90% der Fälle lese ich auch abends nochmal im Bett, so vorm Einschlafen. Ich lese außerdem an den Haltestellen und auch im öffentlichen Personennahverkehr, heißt das so, ÖPNV, genau. Und ich lese meistens auch in meiner Pause. Und dann, wenn ich Lust habe, natürlich auch einfach so halt auf dem Sofa, dann eben auch mal so ein bisschen länger. Das heißt, schwierig, diese kleinen Schnipsel zusammenzufügen, aber ich würde sagen, an Arbeitstagen trotzdem 2 Stunden. Vielleicht. Also wie gesagt, der Arbeitsweg dauert ja auch ein bisschen in der Pause. Das könnte vielleicht schon so hinhauen. Und an freien Tagen würde ich aber trotzdem sagen, eher selten, dass ich jetzt zum Beispiel mehr als 4 Stunden lese und so. Das habe ich früher auch mal gemacht, aber inzwischen muss man einfach sagen, ich schaue halt auch einfach YouTube. Ich bereite Videos vor oder schneide sie oder was auch immer. Gehe auch ganz gern wandern und inzwischen ist ein Hund in meinem Leben. Das heißt, da fällt die Zeit ja doch auch ein bisschen zurück. Aber ja, also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mache ich mal so ein Leseblock, der sich eher über eine Woche dreht, also auch eine normale, eine Arbeitswoche, um das mal so genau festzuhalten. Vielleicht übertreibe ich jetzt auch. 2 Stunden, das ist zu viel. Weiß nicht, also keine Ahnung. Ja, wäre vielleicht nochmal ein Video für die Zukunft, dass ich das wirklich einfach mal zähle, wie viel es am Tag dann ist. Dann die nächste Frage. Wo oder wann auf deiner täglichen To-Do-Liste taucht die Aufgabe, ein Buch in die Hand nehmen auf? Das habe ich jetzt ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, ne? Ja, habe ich euch eigentlich schon gesagt. Also ich mache das unterwegs, ich mache das in der Pause und ich mache das auch gerne abends im Bett oder auf dem Sofa, genau. Dann die siebte Frage. Was vermutest du, wie viele Bücher besitzt du insgesamt? Auch, also including E-Books. E-Books mit reinzählen. Wie gesagt, E-Books zählt für mich nicht so richtig, weil ich gebe dafür kein Geld aus. Das kommt einfach so in mein Leben. Ich will es halt auch nicht einfach löschen, weil das ist einfach eine Möglichkeit, die dann ungenutzt wäre. Die habe ich jetzt mal nicht mitgezählt. Und für die Regale, die bei mir stehen, war ich mir auch nicht sicher. Ich habe halt jetzt mal, ich sag mal, also ein normales Regalbrett gezählt und eins von diesen Quadraten hierhin, quasi in dem Kallax-Regal und habe das mal so grob zusammengerechnet. Habe einfach gehofft, dass ich die dünnen und die dicken Bücher halt irgendwie ausgleiche. Und da kam ich auf ungefähr 840 Bücher. Also es ist noch ein Regal im Flo und hier ist auch noch eins um die Ecke. Und 840 finde ich tatsächlich schon ganz schön viel, aber tendenziell werden es bei mir ja tatsächlich eher weniger als mehr, weil ich immer so konstant am Aussortieren bin. Wie gesagt, das sind nicht immer gleich 50 Bücher, die ich aussortiere, manchmal sind es auch einfach nur 5, aber zum Beispiel sieht man das jetzt, also hier oben, die Bücher sind zurzeit die, die irgendwie eigentlich nochmal weg sollten und meine Mangas sollen ja eigentlich auch nochmal weg. Das heißt, zurück zu der Frage, die vorhin schon mal gestellt wurde, ich brauche die Bücher nicht alle unbedingt hier bei mir herumstehen haben und habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn da, also ich kann es mir jetzt zum Beispiel gerade noch nicht vorstellen, nur noch 100 Bücher zu besitzen. Also da, ich glaube, dafür mag ich noch zu viele von den Büchern, die da sind und das, also muss ja auch nicht sein, aber ich wollte nur gerade darauf hinaus, dass es mich jetzt aber auch nicht stören würde, also sowohl weniger als auch mehr. Es gibt da für mich keine bestimmte Zahl, die irgendwie eine gute Zahl wäre, dass man so viele Bücher besitzen sollte. Es muss einfach für mich inhaltlich passen. Also wenn die Bücher gut sind, dann dürfen ja theoretisch auch gerne 1000 Bücher herumstehen. Was ich mir aber so aktuell in meinem Mindset, wie sagt man auf Deutsch, in meiner Einstellung gegenüber Besitz nicht vorstellen kann. So, nächste Frage. Wie oft bringst du in einer normalen Konversation Bücher zur Sprache? Und ich glaube gar nicht so oft. Also so Menschen in meinem Leben
sind zwar schon manchmal auch LeserInnen, aber vielleicht auch jetzt nicht so fanatisch wie ich oder so. Und ich habe ja im Endeffekt, ich habe ja dafür BookTube, also genau dafür habe ich den Kanal ja gemacht, um mich über Bücher auszutauschen. Und wenn ich weiß, dass der oder diejenige halt jetzt nicht der größte Büchernarr ist, dann muss ich jetzt das Gespräch auch nicht unbedingt auf Bücher lenken. Also mir geht es auch gut, wenn wir über Serien, Musik oder wenn mir, keine Ahnung, eine Freundin über K-Pop erzählt, womit ich überhaupt nichts anfangen kann. Wenn sie mir davon was erzählen will, dann bin ich auch dafür bereit und muss nicht unbedingt jetzt über Bücher sprechen. Also nächste Frage. Gibt es ein Buch, was du against all odds besitzen musstest? Also gegen alle, wie sagt man auf Deutsch? Mit großen Hindernissen, also wo du in Buchläden gesucht hast, online, wo du den Autor gestalkt hast und so weiter und so fort. Das war jetzt ein bisschen schlecht übersetzt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die Fragen sind natürlich auch immer alle nochmal unten, zumindest auf Englisch, geschrieben. Und da muss ich sagen, nee. Also ich habe natürlich ein paar Bücher mal gebraucht bestellt, weil es die auch tatsächlich neue nicht mehr gab, aber das waren so ganz normale Bestellungen, meistens eben über Rebuy oder Medimops oder sowas. Und ich bin halt insgesamt auch keine großartige Ausgabenjägerin oder ich sage, ich brauche unbedingt die erste Auflage von XY oder dieses eine Hardcover und sowas, und insofern gibt es da leider keine besondere interessantere Geschichte von meiner Seite zu erzählen. Die 11. Frage dann: Gibt es ein Buch, durch das du dich durchgekämpft hast, weil du dich weigertest, es abzubrechen? Ja, einige. Also früher fiel es mir viel schwerer, Bücher abzubrechen. Ich glaube, eine Weile habe ich das sogar überhaupt nicht gemacht. Ich habe jedes Buch durchgezogen, also zum Beispiel Moby Dick fällt mir da ein, das hat mich überhaupt nicht begeistert. Und inzwischen mache ich das aber nicht mehr. Also abbrechen fällt mir vielleicht noch nicht super leicht, aber auf jeden Fall leichter. Und ich tue mir das nicht mehr an. Natürlich kann es sein, dass mir ein Buch eventuell in 10, 20 Jahren dann nochmal besser gefällt. Aber das muss ich ja nicht jetzt schon. Also ich muss mich jetzt nicht unbedingt durchkämpfen, zum Beispiel durch einen Klassiker, nur weil alle Leute das hochloben und dann vielleicht in 10 Jahren nochmal probieren und dann mir sagen, okay, damals habe ich es nicht verstanden. Kann sein, aber ich kann es halt auch jetzt einfach abbrechen und in 10 Jahren eventuell nochmal lesen. Also das mache ich inzwischen überhaupt nicht mehr. Aber früher kam das tatsächlich mehrmals vor. Dann die 12. Frage. Was waren deine 3 Hauptziele für das Lesen 2020 oder für das Jahr 2021, falls du bereits angefangen hast, Pläne zu starten? Also für 2020 hatte ich sogar recht spezifische Pläne mit auch genauen Zahlen. Diesmal wollte ich es halt nicht so schwammig angehen, sondern ich habe mir direkt gesagt, du sollst 10 Bücher dann davon lesen. Ich will aber diejenigen nicht langweilen, die mir schon so lange folgen. Ich verlinke euch einfach das Video nochmal, beziehungsweise bald kommen ja dann auch so die Jahresendstatistiken und da gehe ich natürlich auch nochmal drauf ein, ob ich meine Ziele erreicht habe. Und für 2021 bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher. Also in all den Jahren vorher hatte sich immer schon so, ja, Hälfte des Jahres habe ich mir immer gedacht, ach, nächstes Jahr würde ich gerne mal das und das angehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber durch den Reread-Tag letztens kam ich so ein bisschen darauf, dass ich tatsächlich einige Bücher, die jetzt rumstehen, doch ganz gerne nochmal angehen würde, um festzustellen, ob sie mir immer noch so gefallen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das könnte eine Idee für 2021 sein. Ich will es noch nicht ganz festlegen, aber es schwebt mir so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ach nee, zur vorletzten. Hattest du jemals das Privileg, jemanden in einen Leser, eine Leserin zu verwandeln? Durch Inspiration oder durch permanentes Nerven? Und tatsächlich nicht. Also mein Ex-Partner hat damals Harry Potter dann durch mich so ein bisschen gelesen, aber das waren tatsächlich auch so die einzigen Bücher, die, glaube ich, in den 6 Jahren gelesen hat. Und ansonsten, also ich verstehe die Frage natürlich schon und ich stelle mir das durchaus auch schön vor, diese Faszination in jemanden zu wecken, aber ich will auch niemanden zwingen oder jetzt so permanent eben in diese Richtung schubsen. Also du musst lesen, du musst lesen, du musst lesen. Also zum Beispiel habe ich gemerkt, dass meine große Nichte Bücher jetzt nicht so großartig findet, also schon immer mal eins liest und ja, ich kaufe dann auch immer mal eins, aber ich werde wahrscheinlich nicht die Tante sein, die ihr dann 10 Bücher zum Geburtstag schenkt, wenn ich genau weiß, dass ihr das keinen Spaß macht. Also dann warte ich lieber ab, vielleicht kommt es irgendwann, wenn nicht, schenke ich ihr derweil halt Dinge, die ihr wirklich Freude bereiten und ich will ihr dann nicht irgendwelchen Mist schenken quasi, der für sie in dem Moment noch keinen Wert hat. Natürlich kann man versuchen, das so ein bisschen in eine gewisse Richtung zu lenken, aber ich habe natürlich auch nur so bedingt Einfluss darauf und ich will es auch nicht forcieren. Also es wäre schön, wenn es sich irgendwann entwickelt, aber wenn nicht, dann nicht. Und die letzte Frage ist dann nur noch der Aufruf, dass man in 5 Worten beschreiben soll, was Bücher für mich bedeuten. Und das natürlich, ich weiß nicht, ob man jetzt einen Satz formulieren muss, aber ich habe jetzt mal so Einzelwörter genommen und das ist bei mir auf jeden Fall Bildung, aber auch Unterhaltung, Empathie, Austausch,
Ja, und ganz profan Einkommen, also Lohn. Also ich bin ja Buchhändlerin und insofern sind Bücher auch so ein bisschen meine Existenzgrundlage. Genau, da haben wir 5 Stück. Und da ich den Tag, wie gesagt, sehr schön finde, um nochmal so ein bisschen was über das Leseverhalten von Leuten und BookTuberInnen quasi so erfahren, würde ich tatsächlich auch mal wieder ein paar Leute taggen. Ich schreibe euch ja hin, fühlt euch wie immer nicht gedrängt. Ich kann nicht mehr reden. Aber wenn ihr Lust habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn die Videos irgendwann online kommen. Vielleicht wäre das auch ein ganz gutes Video, so um einen Kanal zu starten, zum Beispiel, falls jemand da draußen schon immer mal anfangen wollte, weil es ja halt so eine Art Vorstellung ist. So, dann danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Kommentare. Wir können uns gerne über euer Leseverhalten austauschen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.